Hinten steht sogar was drauf. Was steht hier? Boah, ich kann nicht lesen. Game of Thrones. Ja, wer kennt's nicht? Zum Beispiel ich. Hey, meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Und zwar habe ich heute ein Paket bekommen von der guten Firma getdigital.de oder getdigital.de. Scheißwort, ist auch beschissen auszusprechen. Aber das ist eine Lootbox und ich wollte die jetzt mal auspacken, um euch zu zeigen, was da so alles drin ist. So, das ist das Paket. Ich würde sagen, wir öffnen das einfach mal, ja. Ich habe hier so mein geiles Messer. Und ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ich habe mal geguckt, was die letzten Lootboxen haben. Ich habe auch mal den Link unten in die Videobeschreibung gepackt, falls euch das interessiert. Und ich würde sagen, wir öffnen mal die Kiste. Oder ich öffne mal die Kiste. Alles klar. Uns guckt erstmal so eine fette Matte entgegen. Alles klar. Was ist das denn hier? Oh, Junge. Okay. You shall not pass. Ja, das hier ist eine Fußmatte. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann durch das Gespiegelte. Da steht sogar drauf. Oh, warte mal. Genau. Wenn die Kamera mal. Na gut. Ein bisschen was fixiert. So, das macht mega Lärm, ich weiß, sorry. Aber es ist eine fette Fußmatte einfach mal. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Dann haben wir hier ein T-Shirt drin. Natürlich muss man auch daran angeben, was man für eine T-Shirt-Größe hat. Weil du ab und zu mal doch T-Shirts bekommst, die deiner Größe bestimmen sollen. So, jetzt tun wir mal die Plastikverpackung hier weg. Oder war sogar noch ein... Alles klar. Hier ist noch ein Zelda-Hemd drin. Für alle Zelda-Fans. Was haben wir denn noch hier? Eine Riesentasche. Wo wieder was draufsteht. Alles klar. What doesn't you kill that give you XP? Auch nice. Warte mal, fixiert die? Ja, die fixiert. Ne? Perfekt. Es sieht schon relativ... Also für so ein YouTube-Beutel oder sowas. Keine Ahnung. Um so ein paar Sachen so zu tragen. Oder so für einen Einkauf oder sowas, ist das bestimmt mega geil. So, dann haben wir hier noch mehr Sachen drin. Da gibt es ja noch richtig viel. Dann haben wir hier noch in einer Gefriertüte, auch geil, haben wir noch, I just want to tell you, eine Art Briefkarte, wo drin steht, nobody expects a Spanish was steht da? Inquisition. Genau. Falls ihr es mal scharf stellen will. Nein? Okay, dann nicht. Ist schon witzig. Und da drinnen haben wir... Boah, Alter. Voll geil. Junge, was zu essen. Und zwar... Boom Vampire Gum. Probier das jetzt einfach mal. Das ist hier zum Beispiel mit Karamell, glaube ich. Ist aber irgendwas Spanisches. Ich glaube... Nee, da sind drei Stück drin. Ich probiere eins mal zum Schluss, ja, das wird das Highlight. Das sieht ja geil aus. Das sind Briefkarten. Also so Postkarten. Und ihr seht schon, die haben vorne so ein Logo drauf. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Und hinten könnt ihr dann halt alle möglichen Sachen verschicken oder sonstiges. Es sieht schon cool aus. Und was gibt's denn noch hier? Mensch, Game of Thrones. Ja, wer kennt's nicht? Zum Beispiel ich. Ich habe noch nie Game of Thrones gesehen. Aber ich habe hier einen fetten Stapel voll mit Magnetsticks. Ich hoffe, der kann das erkennen, wenn man so ein bisschen was hier ranzoomt. Oh, Junge. Da. Und was haben wir dann? Das ultimativ nerdige Rätselheft. Alles klar, was für eine geile Scheiße ist das denn? Das ist ein Taschenbuch. Da steht, hinten steht sogar was drauf. Geil. Oh Gott. Was steht hier? Boah, ich kann nicht lesen. Junge, das ist echt geil. Vor allem, es gibt ja auch noch so Stufen, so Schwierigkeitsstufen. Ich kann mal hier... Boah, das Heft. Boah, so neue Hefte, die riechen immer voll geil. Da habt ihr hier zum Beispiel so Rätsel da unten. Ich glaube nicht, dass man das lesen kann. Aber, das sieht mega geil aus. Und auf den Rückseiten gibt es natürlich viele Lösungen. Das ist mein Lieblingspart. So,
Und das letzte Teil natürlich. Voll geil. Der zum selber bauen. Papercraft Telefonständer. Wie geil sieht das denn aus? So sieht das aus. Das ist ein Handyhalter. Ja? Da könnt ihr demnächst euer Handy als Thron quasi aufstellen lassen und das dann hier hinstellen. Das ist bestimmt mega geil. So, und dann haben wir hier noch epische Get. Okay, das ist quasi so, was da alles drin ist und was wie was kostet. Und hier ist noch ein Artprint drin. Das habe ich aber nicht gesehen. Drachenblut Artprint. Also hier ist quasi alles nochmal drin, was so vorhanden war. Sieht ganz geil aus. Wie habt ihr unsere Fantasy Lootbox? Okay, das war also eine Fantasy Lootbox. Ja, wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Monat gibt es eine neue. Kostet, meine ich. Ich habe jetzt für 3 Monate das Ganze mal abonniert, um mal zu gucken, wie das denn so ist. Und ich würde mich freuen über, was ihr davon haltet. Und falls ihr euch auch mal sowas holen wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, ach ja, stimmt. Ich wollte hier noch diesen Vampir, Alter, jetzt gibt es hier auch noch Probeset hier. Diesen Vampir, Probe hier, Let's Eat oder sowas. Ich wollte ja noch hier diesen Vampire Gum essen. Oh, Alter. Junge, ist da viel Chemie drin, das ist eine reine Chemiebombe. Alter. So sieht das Teil aus. Okay, gut, dass man nichts erkennen kann. Boah, Alter, ist das sauer. Boah. Das schmeckt. Das ist 1 zu 1 diese Center Shocks. Safe. 1 zu 1 Center Shocks. So, das war's auch schon. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Zeug gehalten habt. Mich würde es mega interessieren. Und wie gesagt, jeden Monat kommt eine neue. Was haltet ihr von dem Format? Findet ihr das sogar vielleicht cool? Vielleicht sagt ihr auch, boah, nee, lass den Scheiß weg. Ja, ich bin zumindest neugierig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.